Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Doom 3. In der letzten Folge haben wir nun ja diese Station noch ein bisschen genauer untersucht, haben auf jeden Fall jede Menge freundliche Besucher gehabt, ne, von Dämonen und toten Wissenschaftlern und allen anderen möglichen Zeug. Wir hatten auch kurze Zeit einen neuen Freund mit einer Lampe in der Hand. Der ist allerdings kurz vorm Ende, wo wir ihn rausgeholt haben, dann verreckt. Ist traurig, ist aber so. Auf jeden Fall muss ich jetzt weiter. Ich glaube, den Schrank konnte ich nicht öffnen, weil ich dafür kein PDA habe. Warum auch immer. Deswegen gehe ich jetzt hier nach oben und hoffe, dass wir hier nicht gleich wieder neue Freunde bekommen. Da kommen nur jede Menge Soldaten und ein paar Dämonen und... Du, deine komische Sprache verstehe ich nicht. Also immer ein bisschen deutlicher reden, Kumpel. Was hat... Alter, war das gerade cool gemacht. Ich kletter auf die Kiste, spring runter, kommt so ein Typ auf immer von der Seite runtergesprungen. Granate. Noch eine. Ja, ich find's so cool, Mann. Da kommt richtig Retro-Feeling auf. Und ich finde auch vor allen Dingen, dass das Spiel richtig gut gealtert ist. Also, man kann es immer noch gut spielen. Und ab und zu sich sogar ein bisschen gruseln. Also zumindest bei den Geräuschen. Nicht jetzt, weil es so gruselig ist. Oh, da will ich eigentlich nicht lang. Aufzug. Da sind doch wieder... Ja! Ein paar Spinnen, wollte ich gerade sagen. Ach so, da müssen wir runter, also... Kann ich doch noch mal den anderen Weg laufen? Na! Vielleicht kommen wir ja irgendwo hin. Minigun! Stimmt! Oh, cool, Mann! What? Du Drecksack! Weißt du auch, warum du eine Minigun bekommen hast? Stopp! Ah! So ein Dreckschwein! Schön. Ich dachte, dass wir die hätten schon früher kriegen können, also... Ja, aber anscheinend nicht. Alter, ich mich gerade erschrocken, ey. Ich sag ja, die Geräusche sind immer noch ziemlich, ziemlich nice. Und die Atmosphäre, die dadurch natürlich entsteht. Ich bräuchte noch was zum Heilen. Ah. Hier ist leider nichts mehr. Tja... Dann müssen wir halt versuchen, weiterzukommen. Was? Verrecke, 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 danke. Ah! Okay, es hat gut funktioniert. Ich will die Munition der Minigun ein bisschen sparen. Ein bisschen Rüstung ist auch geil. Was ist das für ein
Geräusch. Ach ja, deswegen. Alter! Davon sind es ja schon zwei! Ey! Mach doch mal! Ich hab fast keine Energie mehr. Alter. Da kriegst du teilweise echt Panik. Was? Okay, kurz nachladen und dann geht's weiter. Alter, wie viele 49er Schränke gibt's denn hier? Alter Falter. Louis, ich habe deine Position geortet. Die Hauptkommunikationssysteme versagen und fallen aus. Massive Betriebsstörungen auf der ganzen Basis. Ich weiß nicht, wie lange ich dich noch erfassen kann. Team Bravo hat die Empro-Anlage betreten. Beeil dich, du hast sie fast erreicht. Ja, sorry, ich mach das ja hier nicht mit Absicht. Sondern weil ich hier die ganze Zeit ein bisschen verarscht werde. Und ich weiß nicht von wem, aber den trete ich in den Arsch. Hey, können Sie mir helfen? Ich sitze hier fest. Schalten Sie die Türen frei und holen Sie mich raus. Danke. Ich hätte auch die Kammer aktivieren können. Ich glaube, dann hätte er sich verwandelt, ne? Ich weiß gar nicht, ob es mehrere Enden gibt. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Ich saß in der Kammer fest, als der Strom ausfiel. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich verstehe wirklich nicht, warum keins der Systeme reagiert. Ich versuche, einen Uplink zum Hauptsystem zu kriegen. Dies ist ein sicheres Terminal. Vielleicht bekomme ich eine Verbindung. Ja, wartet mal. Mach mal hier mal die Türen auf. Ha! Deswegen ist es gut, dass man den am Leben gelassen hat. Sonst wäre man hier nämlich nur sehr schwer rangekommen. Also wäre nicht unmöglich gewesen, aber so haben wir uns das ein bisschen einfacher gemacht. Jetzt haben wir volle Muni. Alter, du Drecksack! Stopp! Ach, dafür brauche ich jetzt die Minigun nicht. Reicht noch ein paar Handgranaten. Warum ist es da so dunkel? Die wurden, ja, eingespinnt, so wie es aussieht. Komm so. Drecksäcke!
du bist so ein richtiger Arsch. Ein Arsch mit Ohren, wirklich. Oh Mann, oh, was wollt ihr denn alle von mir? Langsam glaube ich echt nur, das ist so eine Art Traum, die wir erleben, ja. Das ist doch komisch, das wirkt alles wie eine Prüfung. Wie so eine Art Abschlussprüfung. Oder so. Kann ja nur kein Zufall sein. Wo ist man jetzt richtig? Ich glaube, die hat uns jetzt Munition und so geschenkt. Das ist wieder ziemlich geil. Ah, Doom 3 schon. Ist schon echt nice. Louis, laut Grundriss sind alle Passagen aus deinem Bereich. Der einzige Weg raus führt durch das EFL, ein mechanisches Untersystem in zwei möglichen Strecken. Beim Aktivieren des Systems kriegst du die direkte Strecke, aber sie ist gefährlich. Die Wartungsbrücken auszufahren ist sicherer, aber die Beleuchtungssysteme sind im Eimer. Suchst die aus, Marie. Viel Glück. Ah, super. Da, du. Ich hab auch eine Schrotflinte. Ich kann nur einen der beiden Wege gehen. Ich weiß gar nicht, für was ich mich letztes Mal entschieden habe. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Hey, du Kackmetzi! Kommst du her? Da ist der Zugang verwehrt. Ist ja wieder klar. Also typisch Doom. Alter! Bitte sehr, habe ich für dich gemacht. Eine Überraschung hat einfach explodiert. Ich wusste es. Kurz alles nachladen. Eine Minigun mit 60 Schuss ist eigentlich echt ein Witz, ne? Ich weiß gar nicht, ob die Leichen damals auch verschwunden sind, nachdem man sie erschossen hat. Also vielleicht in der deutschen Version. Also manche verschwinden, andere wiederum nicht. Obwohl die Dämonen sind, glaube ich, immer verschwunden. Fällt mir nicht. Da öffnet sich ja bestimmt gleich eine Tür irgendwo. Hey! Kannst Feuer sehen! Und da muss ich hoch. Alter, ich habe ein bisschen Panik, aber eher von dem, was mich ja in der nächsten Ecke erwartet.
Zum Beispiel das hier. Meine, damit habe ich jetzt gerade gerechnet. Eigentlich ist es doof, ne? Ich könnte ja eigentlich runterspringen. Hui! Okay, ich habe auch Energie verloren. Was? Over here? Over here. Ja! Die Plasma Rifle, Mann! Jetzt ist Adrenalin aufgehört. Wo muss ich jetzt aber lang? Gab's hier nicht irgendwo eine Leiter oder sowas? Ah, ja. Genau deswegen sollte man nämlich dort genau hingehen, weil die Stimme hin verschlägt. Genau das ist nämlich das Coole an Doom 3 gewesen. Moin. Na, Kumpel? Da geht's nach oben, alles klar, kann ich mir ja kurz heilen. Und mal nachladen. Na. Ja, danke. Ah! Du Sack! Schieß dich mal ab. Was? Was? Ach, ja! Ich hab schon wieder einen Schreck gekriegt wegen den Geräuschen. Klettern wir jetzt alle hier hoch. Ist mir egal. Ich muss mal kurz was gucken, und zwar folgendes. Seltsame Stimmen. 651. Keine Ahnung, für was das jetzt ist. Ah, ein bisschen Munition. Alter! Ihr Dreckschweine! Haha, lern fliegen, Kumpel! Was? Achso. Was habe ich jetzt überhaupt gemacht?
Haben wir nicht noch irgendwann Gegner mit einer Kettensäge? Mir war so. Ich glaube, da habe ich mich damals richtig erschrocken. Also zumindest, wenn es das ist, was ich jetzt denke. Vielleicht verwechsel ich das auch jetzt mit einem anderen Spiel. Wäre auch nichts Neues. So, und hier habe ich nochmal was zum Heilen. Und hier ist irgendwo ein Soldat. Ich habe dir ins Gesicht geschossen. Aber ihm hat es nicht genossen. Oder er hat es nicht genossen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Oh, da ist die Big Fucking Gun. Und wir sind relativ nah dran, ne? An den beiden. Da speichert nochmal das Spiel. Drecksau, Mann! Damit habe ich eigentlich schon gerechnet. Den geht's gut zu schlafen. Da war genau Munitionsgürtel. Ach, ich glaube, jetzt kommt der erste Endboss, ne? Nicht Endboss, ich meine allgemein der erste Boss. Ja! Ja, Mann! Aua! Nein, ich bin gleich tot! Oh, Mann! Alter, war das knapp! Puh. Ich habe fast keine Energie mehr. Zurück komme ich leider nicht mehr. Schade, dass hier keine Energie ist. Alter. Ich meine ja, das ist wieder das richtig Geile an Doom, Mann. Ruhe, habt ihr das gehört? Anführer hier, wie ist der Status? Korridor ist frei. Hier ist nichts, Sir. Was zur Hölle? Hurensohn! Anführer, schwenke links. Nein! Und wir waren schon relativ nah dran. Warnung. Kühlstab 2 offline. Hauptreaktortemperatur jenseits des sicheren Bereichs. Green Team Bravo ist außer Gefecht. Status unbekannt. Es hatte eine militärische Übertragungskarte dabei. Du musst sie zurückholen. Sie enthält kodierte Daten für den Notruf an die Flotte. Du bist unsere letzte Hoffnung auf Verstärkung. Finde diese Karte. Schnell! Ah, und ich renne noch rein, Mann. Di-di-di-la-da. Okay, ich werde mal ein bisschen Munition sparen. Kann es sein, dass wir relativ schnell hier durchkommen oder irre ich mich da nur? Ich
glaube, der Bot kann nicht kaputt gehen, aber ich könnte mich auch irren. Ne? Heilen! Danke! An das Personal. Räume wie die anderen. Folgen wir mal unserem Freund. No. Warnung. Kühlstab 2 offline. Hauptreaktortemperatur jenseits des sicheren Bereichs. Nein. Gib jetzt ab! Lass mich in Ruhe! Mein Freund auch! Was ist das denn? Gasleck wurde gestoppt. Feuer gelöscht. Das war jetzt wichtig. Der Bot ballert drauf und alles geht im Arsch. Alter! Hat der perfekt durchgeschossen, der Sack. Ich glaube, ich bin richtig. Aber warum folgt mir der Bot denn nicht? Boah, ist das ein krankes Geräusch hier drin. Noch. Nein. Muss hier weiter. Was ist das denn? Ein Fahrstuhl, der nicht geht. Alter, bin ich geil ausgewichen. Warnung. Kühlstab 2 offline. Hauptreaktortemperatur jenseits des sicheren Bereichs. Oh. Alter. What? Ah! Alter, lass mich in Ruhe! Wartungsbrücke funktionsfähig. Alter, das ist doch krank. Das ganze Spiel über. Wisst ihr, das Problem ist, mitunter sind die Codes ein bisschen schwer zu sehen. Audiolog von Waffenspezialistin Theresa Chaser, 3. November 2145. Erfreulicherweise haben die vorläufigen Tests zum Munitionsspeicher der neuen Mach 3 Plasmakanone unsere Erwartungen weit übertroffen. Dank der Techniken, die im Molekularverdichter des Alpha-Labors entwickelt wurden, konnten wir die Speicherkapazität der Munitionspackung um volle 50% erhöhen.
Sicher werden wir im Verlauf der weiteren Verdichtungsforschung unser Ziel erreichen, den Plasmaspeicher der derzeitigen Standardmunitionspackungen zu verdreifachen. Ich möchte auch anmerken, dass alle Mitarbeiter hier bei der Abteilung Plasmaspeicherung der Enpro-Anlage außerordentlich hilfsbereit waren. Zur sicheren Aufbewahrung habe ich die Plasmakanone und die zusätzliche Munition in Schließfach 063 mit dem Türcode 972 eingeschlossen. Log N. Genau, und jetzt hätten wir erst das Plasmagewehr bekommen. Lass mich in Ruhe! Ah. Nein! Nein! Das war wieder von mir! Nicht etwa so knusprig! Für mich irgendwie wie eine Falle aus, wenn er mich fragt. Manchmal geht es ja, wie gesagt, nochmal lang. So eine geheime Tür oder so, aber hier gerade nicht. Ja, ich glaube. Du Sack! Hallo? Bin ich jetzt richtig? Warnung. Reaktorkerntemperatur steigt 35 Grad Celsius. Was? Ich seh gar nichts, Mann! Seid doch nicht so arschig zu mir! So! Danke! Ich muss hier nämlich irgendwas machen, wenn ich jetzt wüsste, was, dann würde ich es euch sagen. Temperatur statt 85 Grad Celsius. Und wenn wir das nämlich deaktiviert haben, Reaktorkerntemperatur mach ich aus. Übersteigt zulässigen Wert. Louise, du musst die Übertragungskarte finden. Wer weiß, was Swarm tut, wenn er sie in die Finger kriegt. Das würde ich auch gerne mal wissen. So, komm. Durchschießen. Jetzt kommen ja diese komischen Typen, die sich teleportieren können. Stimmt. Weg. Oh, das geht hier ab, Mann. Muss da rein. Und
Sehen Sie die Karte? Nein, Sir. Okay, gehen wir zur Kommunikationsanlage. Wir stoppen die Übertragung von dort. Wie Sie wünschen, Kanzler. So, wir haben es endlich stabilisiert gehabt. Alles war echt verdammt knapp. Ich spiele noch ganz minimal weiter und dann muss ich ausmachen, Leute. So. Hallo. Grüß mal die anderen Dämonen von mir, Freundchen. Wir haben ja ein bisschen Munition für das Plasmagewehr. Da werde ich das auch mal nutzen. Hab dich gesehen. Mitunter schon ziemlich krass, was hier abgeht. So. Wir sind auch fast da. So, ja Leute, ich überlege, ob ich jetzt weiterspiele oder ob ich jetzt ausmache. Wir sind ja schon relativ weit gekommen. Ich meine, auch wenn es so viel Spaß macht, irgendwann muss man ja auch wieder ausmachen. Das war ein bisschen knapp. Ich glaube, ich kann jetzt eh da hinten lang. Dum, dum. Fluchttüren geöffnet. Du Sack, sprich! Boah, Alter. Bei mir geht gerade die Pumpe ab, weil ich echt eigentlich durchsprinte. Ziemlich viel Action auf einmal. Als ob ich damit nicht gerechnet hätte, weißt du? Ich glaube, ich habe jetzt gerade für die Minigun Munition aufgenommen. Ein bisschen, ja. Ein Arsch. Wer auch immer das eingebaut hat, sollte sich schämen. Nee, war natürlich ein Witz. Die Spinnmutter habe ich ja schon umgebracht. Kann ich jetzt gleich ausmachen, Leute. Dann Fetti umlegen. Was?
Wir sind nämlich bei 40 Minuten. Das ist eigentlich sogar ideal. Um mir, wie gesagt, auszumachen. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid, Leute. Und ich würde mich auf jeden Fall wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschalten würdet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Morgen, einen schönen Abend oder was gerade bei euch ist. Bis denn und tschüss.